Denn die Piraten gaben nach einer ersten Ohrfeige vom Schwanz des Monsters sofort auf. Treffer! En garde, Captain Humbug! Peter und Hook begannen, um das Ei zu fechten. Du bist ein Softie geworden, seit du den Eier-Daddy spielst. Wen nennst du hier einen Softie? Komm zu Eier-Daddy und spüre seinen scharfen Haken! John und Michael ritten auf dem Monster über Deck. Ha, niemand kann uns schlagen! Da entdeckte das Sumpfmonster sein Ei in Smees Fingern. Smee warf das Ei zu Chulun und der zum Nächsten und so weiter, während das Monster seinem Baby hinterherjagte. Schließlich landete das Ei bei Hook. Oh, mein kleiner Schatz, du zit, du zit. Das Monster stürzte sich auf den Captain. Michael riss Hook das Ei aus der Hand und hielt es dem Monster hin. Vergiss ihn! Er ist es nicht wert! Sieh mal, ich hab dein Ei. Das wolltest du doch. Das Monster fischte das Ei aus Michaels Hand und war damit im nächsten Moment über Bord ins Meer gesprungen. Wow, gut gemacht, Jungs. Ich muss auch sagen, das habt ihr wirklich gut gemacht. Ha! Ja. Super! Ja. Gut gemacht. Mit reichlich Verspätung konnte endlich das Testessen stattfinden. Wenn auch etwas anders als geplant. Komm schon, Wendy. Du musst zugeben, wenn der Backwettbewerb nicht abgebrochen worden wäre, hätte mein Blaubeerkuchen gewonnen. Ja, da gebe ich dir recht. Und ich finde, die besten Backwaren sind die, die man nicht selbst gemacht hat. Hä? Die kann man nämlich verschlingen, ohne dass es einem hinterher leid tut. Zeitgleich auf der Jolly Roger. Mein armes Baby-Ei. Was ist? Wer wagt es, mich zu stören? Was wollen Sie, Smee? Ich hoffe, es ist wichtig. Hier, Captain. Ich habe bei einem Spaziergang im Wald dieses Mohun-Ei gefunden und ich dachte mir, das gefällt Ihnen vielleicht. Idiot! Kein Ei kann jemals mein süßes Sumpfei ersetzen! Aus meinen Augen! Hook hielt sich das neue Ei vors Auge. Hey, du bist auch ziemlich niedlich. Er schmiegte seine Wange an das Ei und war plötzlich fast so etwas wie glücklich. Zurück in London ging das Essen für Wendy weiter. Und hier kommt ein spezieller Cupcake à la John und Michael. Nur für unsere große Schwester. Danke, ihr zwei. Der sieht wirklich gut aus. Und hinterher wär's da möglich, wenn du Zeit dafür hast, dass du uns eine gute Nachtgeschichte erzählst? Okay, setzt euch. Ja. Die drei Geschwister rückten auf Wendys Bett dicht zusammen. Es waren einmal zwei sehr tapfere kleine Jungs, die ihrer Schwester nicht auf die Nerven gehen wollten. Der Anfang dieser Geschichte stimmte schon mal.